Rund die Hälfte der Hamburger Mieterinnen und Mieter spürt inflationsbedingt wirtschaftliche Probleme. Maßgeblich dafür seien Erhöhungen der Kaltmieten bei zeitgleich steigenden Nebenkosten. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Behörde für Verbraucherschutz. Etwas über die Hälfte der Befragten hat demnach keine vertraglich festgelegten Mieterhöhungen. 21% haben eine Staffelmiete, 17% einen Indexmietvertrag. Für Indexmieten hat Hamburg auf Bundesebene eine Kappungsgrenze vorgeschlagen. Die beiden Hamburger Mietvereine fordern eine Abschaffung von Indexmietverträgen.